Willkommen bei AWA Movie, Foto, Film, Produktion. Für natürlich online, Web-TV, fürs Internet. Wir drehen einen Film, der heißt So ist Deutschland. Wir haben ja momentan eine Empathie empfinden oder erfunden, also viele. Till Schweiger hat losgelegt, wie ein Weltmeister. So, wir drehen wie gesagt auch einen Film und der heißt So ist Deutschland. Wir haben mit der SPD, weil die kommt darin vor, Herr Gabriel hat uns grünes Licht gegeben. Wir dürfen aber in der Endszene, wenn Deutschland untergeht, nicht die SPD verwenden. Das mal zur sogenannten Demokratie. Wie gesagt, ist ein Film. Wir sollen auch keine Akademiker verunglimpfen. So ist Deutschland. Meine lieben Zuschauer, Deutschland ist international geworden. Seit 2002 gibt es Deutschland, so wie wir meinen, dass Geld Bezahlmittel wäre und so weiter und so fort. Darauf verweise ich dann auf Herrn Piespert. Der kann das wunderbar erklären, wie es sich verhält mit dem Geld. Nun, damit ihr seht, dass es echt ist, an Herrn Peter Altmaier, den Chef. Muss ich eben gucken, ob Kunde. Ja, Kunde. Wenn Kunden reinkommen bei den Dreharbeiten, dann machen wir mal eben zu. Also, wir drehen einen Film, so ist Deutschland. Weil es ist uns was aufgefallen, beziehungsweise die Kunden, die hier hineinkommen, haben einiges uns gesagt. Diesbezüglich haben wir gesagt, okay, wir drehen einen Film, so ist Deutschland. Kein Thema, machen wir. Also, sehr viele Kunden zeigen ja, wie heute zum Beispiel vermietet wird. Wir nehmen das Wort international in den Mund, weil wir ein internationales Publikum haben, weil wir Dienstleister sind. Wir arbeiten für die gesamte Welt und die gesamte Welt kann hier Kunde werden. Ist überhaupt kein Thema, weil wir eine Medienfachfirma, sprich Dienstleistung sind. Deswegen gibt es bei uns solche Schimpfwörter nicht wie Ausländer, Asyl und was weiß ich was. Bei uns gibt es das internationale Publikum, das man aber nicht immer mögen muss. Der Kern des Films So ist Deutschland beginnt mit 1948 die Menschenrechte und 1949 die Grundrechte. So. Und natürlich mit den gesamten Unterschriften. Und das war es 1956, Herr Adenauer da schlitzohrig mit der NATO-Souveränität auf den Weg gebracht hatte. Aber es gibt auch 1963, da wurde etwas unterschrieben. Was da unterschrieben wurde, ist nämlich hochgradig interessant. Ja, wie gesagt, wir haben Peter Altmaier, Chef des Bundeskanzleramtes und für Diverses zuständig, geschrieben, er möge uns bitte den sogenannten Staatsvertrag zukommen lassen, damit wir den Film So ist Deutschland auch richtig interpretieren. Wie gesagt, die SPD kommt darin vor, die ist 150 Jahre alt und wer 150 Jahre alt ist, sollte doch über Erfahrung verfügen, wie man doch in der Macht als Mächtiger mit den Untersten umgeht, die man Bürger nennt. Also wir haben nur internationale. Till Schweiger hat da sein Thema, er hat seine Empathie, schön für ihn. Wir haben unsere Internationalität, so ist Deutschland. Vor 70 Jahren waren hier in diesen gesamten Räumen um uns herum nur Deutsche, die sogenannten Tante-Emma-Läden, die kleinen Kaufhäuser, die kleinen Familienbetriebe. Vor 70 Jahren. Jetzt, nach 50 Jahren, 60 Jahren, ist um uns herum internationales Publikum, die Firmen, sagen wir lieber Scheinfirmen, haben, wo wir als Deutsche hineingehen, etwas bestellen und in dem Moment sind wir wirklich Ausländer. Ja, wir sind in dem Moment wirklich Ausländer, wo vor 70 Jahren vollkommener deutscher Metzger, Bäcker, Tante Emma mit ihrem Milch, Käse, Fischladen etc. waren. Man sprach Deutsch und man bekam auch deutsches Essen. So,
vor 70 Jahren. Jetzt, hier und heute, so ist Deutschland, zeigen wir euch, wie es wirklich ist. Und wer nicht glaubt, dass er selber ein Ausländer ist, meine lieben Freunde, die Deutsch sind, an alle Deutschen, die Deutschen sind die wahren und echten Ausländer auf dem ganzen Planeten, sogar in ihrem eigenen Land, da wo sie gerade leben, denn wir haben 16 Länder davon. Wie gesagt, wir werden euch einen Film präsentieren, so ist Deutschland und so wie es wirklich ist. Wir versuchen es aber witzig zu machen und wir produzieren ihn aus eigener Tasche. Wir machen da keine Foundation auf. Wir machen, ne? Wir sind Deutsche und wir machen deutschen Film. So ist Deutschland. Und dann schauen wir mal. Und ihr werdet dann vielleicht ein bisschen anders über internationales Publikum denken oder eure Umwelt anders betrachten. Denn bei uns kommt das Thema vor, Vermieter, wie heute vermietet wird. Mieter, wie ein Mieter heute sehr vieles aushalten muss. Wir haben also insgesamt jetzt 5 Jahre recherchiert. 5 Jahre waren wir live mit der Kamera dabei. Wie einige Vermieter doch der Meinung sind, den Mieter als Sklaven oder als minderwertig zu betrachten. Besonders Menschen, die gestern noch reich waren und heute Hartz IV bekleiden. Wir stellen also fest, so ist Deutschland am Ende geworden. Das, was mal richtig war, sozial, arbeitslos, Mittelschicht, Macht und so weiter, wurde in einen Eimer gegossen und alles ist gleich. Ein Milliardär, Millionär etc. pp., der heute Pech hatte, aus welchem Grund auch immer, ist am anderen Morgen Hartz IV. Beispiel. Wir hatten hier Ärzte, die jetzt Hartz IV sind. Sogar Anwälte, die Hartz IV sind. Ja? Um das mal zu verdeutlichen, auch die Herren und Damen der akademischen Zunft, wir auch Wissenschaftler, können Hartz IV werden. Das mal am Ende. Also so ist Deutschland und am Ende so ist Deutschland geworden. Ich hoffe, dieser Film wird euch ansprechen. Wir arbeiten dran. Wir werden euch das Original zeigen von 1949, Grundrecht. Und warum einige da immer noch mit Reich arbeiten. Ja, Reich. Weil es ist schon merkwürdig, was da im... Ne? Und in 63 sind Unterschriften geleistet worden. Da wurde das Grundgesetz zum Beispiel aufgehoben. Welches? Wissen wir selber noch nicht, da müssen wir nämlich recherchieren. Also, die Krankheit Unwissen. Die Meinung ist frei. So soll der Film sein. So ist Deutschland. Ich hoffe, er wird euch gefallen. Also denkt bitte darüber nach. Es gibt keine Asylfremden, bla bla bla. Es gibt internationale Menschen, die durch eine Dramaturgie oder durch eine Dramatik demoralisiert wurden oder ein bisschen geschädigt wurden, die brauchen von allen die Hilfe. Aber nur die, ist klar. Alles andere könnte man schon bezeichnen wie Invasion oder versteckter Terrorismus. Aber da arbeiten wir noch dran.